Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Freunde. Ich bin Amex und ich begrüße euch zu einem neuen Testvideo von uns. Und dieses Testvideo hat zwei Primären für euch parat. Zum einen gibt es einen neuen Kollegen in der Redaktion. Servus, Dennis. Hi. Dennis, woher kommst du? Sag mal kurz. Ich komme aus Berlin-Spandau, habe vorher bei BMW Motorrad gearbeitet, den Nils kennengelernt auf einem Event und schwupps, jetzt bin ich hier. Ja, und schon gibt er im Sattel Gas für euch. Und die zweite Premiere, wir haben das erste Mal was von NIO im Test. NIO, eine Marke mit drei Buchstaben aus China. Was dahinter steckt, das klärt dieses Video für euch. Also zieht euch was rein, bleibt dran, wird mächtig. Ja, wie eingangs schon erwähnt, die Marke NIO, was ganz Neues, nicht nur bei uns, sondern generell am Zweiradmarkt, könnte man sagen, seit 2014 gibt es sie erst und die haben sich auf die Fahnen geheftet, die Elektromobilität, vor allem die urbane Elektromobilität, zu revolutionieren. Und was die Rolle auch ein bisschen ausmacht, ist einfach das Design. Das ist minimalistisch, modern, geradlinig, ich weiß nicht, wie man es noch bezeichnen könnte, aber auf jeden Fall scheint das sehr gut anzukommen, nicht nur bei mir, ich sage ganz offen, mir gefällt es, sondern auch bei den diversen Fachmedien da draußen, weil ich glaube seit 2014, seit es die Marke gibt, haben die X Design Awards eingeheimst, also das ist wirklich was Besonderes. Und zwei solche Bikes oder zwei solche Scooter stehen eben hier heute bei unserem Test. Einmal der NGT, das neue Topmodell, das 2019 vorgestellt wurde, was quasi in dieser 125er Kategorie spielt. Und einmal der N-Sport, der hieß früher N1S, jetzt hat man sich auf die Bezeichnung N-Sport geeinigt. Und das ist quasi was aus der 50 Kubik Kategorie. Und jetzt komme ich gleich auf dich zu, Dennis. Ich war vorher beim Design, das ist natürlich immer so was sehr Subjektives. Aber was sagst du, sprich dir das an, gefällt dir das als junger Bursche? Ja, gerade in dem Bereich Elektromobilität finde ich das Design dann schon ansprechend, muss ich sagen. Nicht zu futuristisch und zu abgehoben, sondern man erkennt quasi, worum es geht. Das ist ein Scooter, der aber immer noch elektrisch angetrieben ist und ich finde, das vermittelt auch das Design. Ja. Elektrisch angetrieben war vielleicht ein gutes Stichwort. NIO verwendet ausschließlich dieses Bosch-Antriebskonzept, wo quasi die ganze Antriebseinheit, wenn man das so formulieren möchte, eben aus einem Haus kommt. Bauen aber natürlich dann drumherum schon Individuallösungen und eine von diesen Individuallösungen, die NIO halt auszeichnet, ist diese Smartphone-Connectivity. Und Dennis, du hast dich da schon ein bisschen eingearbeitet und hast gleich fleißig die App heruntergeladen. Kannst du mir in Grundzügen so ein bisschen mal erklären, was das beinhaltet und welche Informationen man aus dieser App dann herausziehen kann?
Also im Grunde genommen kann man eigentlich alles lesen. Man kann sich den Fahrzeugstatus abrufen, die Akkukapazität, die Ladezyklen kann man sich anzeigen lassen. Wie oft wurde Akku 1, Akku 2 aufgeladen? Der Neo GT zum Beispiel, der hat ja zwei Akkus, die man sich dort verbauen kann. Dann kann man sich ebenfalls noch die Fahrtstrecke anzeigen lassen. Wie viele Kilometer hat man zurückgelegt? Was ist die restliche Laufweite? Wie viel ist man tatsächlich schon gefahren? Was war die durchschnittliche Geschwindigkeit, die Höchstgeschwindigkeit? Also es gibt fast schon nichts, was man sich nicht anzeigen lassen kann, muss man da sagen. Man kann sogar das Fahrzeug komplett prüfen, eine Ferndiagnose quasi starten über die App. Dann wird einmal alles geprüft im Fahrzeug, sämtliche Parameter, und dann kann man sich hinterher anzeigen lassen, ob alles in Ordnung ist. Und wenn nicht, wird einem gleich die nächste Servicewerkstatt angezeigt, falls man dort mal sich vorstellen sollte. Ja, perfekt vorbereiteter junger Kollege, ihr seht es. Aber eine Sache, die ich noch anmerken möchte, was auch sehr cool ist in dieser App, ist der Diebstahlschutz sozusagen, weil die Fahrzeuge haben beide quasi GPS mit integriert, haben eine SIM-Karte mit drinnen, kann man da glaube ich sagen. Das heißt, die können das GSM-Netz benutzen, das heißt über das Mobilfunknetz kommunizieren mit der App, diversesten Funktionen halt. Und dann kann man sich natürlich auch anschauen in meiner App, wo parkt dieses Fahrzeug gerade, oder wenn ich einem Freund geborgt habe vielleicht, wo ist der gerade damit unterwegs, oder wenn der Akku mal ausgegangen ist, wo muss ich wen abholen, wie auch immer. Also ich finde diese Funktion sehr gut, und das ist echt etwas, das die Marke NIU auch auszeichnet. Und jetzt hätte ich mal gesagt, stürzen wir uns ein bisschen in die Details und fangen da an mit dem NGT. Wie gesagt, der ist ja das neue Topmodell in dieser unter Anführungsstrichen 125er Kategorie. 3500 Watt. Zwei Batterien, das hat der Dennis schon gesagt. Es sind Lithium-Ionen-Batterien, 60 Volt, 35 Amperestunden. Und wie soll ich sagen, Dennis, vom subjektiven Power-Eindruck, von der subjektiven Kraftentfaltung, würdest du sagen, kann das mit einer 125er, oder ist es dann doch anders in der Handhabung? Was meinst du da dazu? Also ich denke, gerade im unteren Geschwindigkeitsbereich hat man doch schon deutliches Leistungsplus. Nach oben rum hört es dann auf jeden Fall gewissermaßen auf. Ich denke, Höchstgeschwindigkeit liegt auch bei 70 km/h. Und da sind ja die meisten 125er dann doch schon drüber. Also kommt drauf an, ob man im Rollerbereich ist oder dann doch 125er als Motorrad. Ne? Aber bis dahin beschleunigt das Fahrzeug auf jeden Fall mächtig, würde ich sagen. Ja? Macht schon wirklich Spaß. Und vor allen Dingen, was uns auch ja erzählt worden ist, dass gerade das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich durch einen ECU-Flash angepasst worden ist, dass wenn man gerade in Kurven zum Beispiel fährt oder im Kreisel auch, ne, dass man nicht zu viel Gas geben kann, letzten Endes dann das Hinterrad nicht wegrutscht. Also fahrfertig mit einer Menge Spaß auf jeden Fall, aber trotzdem gut handelbar. Ja, du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht, muss ich ehrlich sagen. Wie ich das erste Mal aufgestiegen bin, ich bin ja schon ein paar Elektrofahrzeuge gefahren, egal ob das Zero ist oder von BMW beispielsweise, dieser C-Evolution, da ist man natürlich diesen richtigen Punch von unten heraus gewohnt, aber das sind halt auch meistens dann Fahrzeuge, die halt ein bisschen elektronisch dem Fahrer unter die, unterstützen einfach, die diese Assistenzsysteme mit drinnen haben, und der hat jetzt an Assistenzsystemen nichts drinnen, und darum hat man eben diese Drehmomentkurve sehr passiv ausgelegt, damit das Anfahren mit dem Fahrzeug auch unerfahrene Piloten, glaube ich, einerseits nicht erfordert, und zum anderen, dass eben genau das, was du vorher angesprochen hast, wenn man in der Kurve dann ans Gas geht, und dass dieses Drehmoment quasi das Hinterrad nicht zum Ausbrechen bringt. Stichwort elektronische Helferlein, da waren wir schon beim Thema. Es ist nämlich auch kein ABS drinnen. Das ist etwas, wo ich sage, okay, würde ich mir vielleicht für die Zukunft wünschen. Das große Aber, die Bremse funktioniert fantastisch, oder Dennis? Die Bremse ist leiwand. Also Bremsleistung, Vorder-, Hinterrad, beiderseits so stark, da kommt man innerhalb von ein paar Metern zum Stehen, wenn man gerne möchte. Im Räder bringt man auch mächtig zum Blockieren, wenn man ein bisschen rumspielen möchte. Aber tatsächlich ist die Bremsleistung gerade in der Klasse, finde ich, habe ich noch nichts derartiges so bis jetzt eigentlich erlebt tatsächlich. Stimme ich dir total zu. Also Bremse ist auch etwas, was mich total begeistert hat. Eben mit dem kleinen Minuspunkt, vielleicht für die Zukunft ein ABS wäre wünschenswert. Aber sie hat ein Combined Braking System drinnen, die NGT, die N-Sport noch nicht oder eben nicht. Die NGT, das heißt, ich kann sowohl hinten als auch vorne bremsen, und es werden immer in gewissem Maß, in einem gewissen Prozentsatz beide Bremsen betätigt. Im Sinne der Sicherheit, aber auch im Sinne der sportlichen Verzögerung kann man das, glaube ich, sehen. Ja, und dann komme ich schon vielleicht von der Bremse zum Fahrwerk. Es ist die Grundcharakteristik sehr, sehr straff, sehr sportlich. Das hat mich überrascht, weil man gedacht hat, gerade für den urbanen Bereich oder für so gemütliches Dahincruisen kann das vielleicht ein bisschen sanfter sein. Aber mir taugt es. Dennis, dir zu straff oder passt es auch?
Ich finde es eigentlich super so abgestimmt. Sportlichkeit ist eigentlich nie verkehrt. Wo es dann doch so an seine Grenzen geraten könnte, ist, wenn man leicht über Schotterpiste fährt, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so optimal. Aber tatsächlich, dafür sind die Roller ja auch nicht ausgelegt. Also von daher für den Einsatzzweck eigentlich super sportlich und passt ins Gesamtkonzept vom Fahrzeug. Ja. Finde ich auch. Also mir jetzt taugt, wie gesagt, wenn jetzt unter euch Zusehern jemand ist, der sagt, ich hätte es gern sehr komfortabel und beim Roller brauche ich keine Sportlichkeit, dann ist man hier vielleicht nicht so optimal bedient. Aber es sei dazu gesagt, wie gesagt, für das, was wir heute gefahren sind, glaube ich, war es echt stimmig. Und auch die Sitzbank hat mir sehr gut gefallen. Du hast viel Platz drauf, du hast einen guten Schaumstoff drinnen. Oftmals sind diese Rollersitzbänke so extrem weich, das mag ich dann auch nicht gerne. Aber in dem Fall hat es mir getaugt. Bis auf das, der Stoff war ein bisschen rutschig, gell? Ja, genau. Bei der GT hat man dann schon gemerkt im Vergleich, wenn man dann mal die Fahrzeuge getauscht hat, dass es schon ein bisschen rutschiger war im Vergleich. Die Sport hat so ein bisschen so eine perforierte Oberfläche. Da bleibt man dann doch schon eigentlich fest im Sattel. Bei der anderen ein bisschen rutschig, aber das schafft man. Du, und jetzt handeln wir uns vielleicht, na gut, eins habe ich noch zur Sitzbank zu sagen, was mir auch gefällt an der NGT, wenn man da mit Sozius oder Sozia unterwegs ist, dann hat die den Vorteil, da gibt es hinten so eine hübsche kleine Mini-Sisi-Bar mit so einer Lehnenfunktion und das war nicht schlecht und auch der Kameramann, der Bad Beat, der da hinten gerade werkt und euch mit guten Bildern versorgt, der war froh, weil für die Tracking-Shots, glaube ich, war das ein bisschen eine Erleichterung, da ist einfach ein gewisses Sicherheits- und Komfort-Plus dann eben noch da, durch diese kleine Lehne. Aber ich wollte eigentlich jetzt raufkommen Richtung Display-Einheit. Dennis, sie sind ein bisschen unterschiedlich. An der NGT haben wir so ein, weiß nicht, darf man es als Farbdisplay bezeichnen? Also es wechselt die Farben auf jeden Fall. Es ist sehr groß, sehr übersichtlich, aber wie ist da mit der Ablesbarkeit gegangen? War das in Ordnung für dich? Ablesbarkeit fand ich eigentlich bei beiden Displays in Ordnung, wobei bei der normalen New Sport tatsächlich die Ablesbarkeit vielleicht ein bisschen mehr gegeben war wie bei dem GT-Modell, aber nichtsdestotrotz bei direkter Sonneneinstrahlung hat man, glaube ich, bei jedem Display so ein bisschen zu kämpfen, aber bei normalen Witterungsverhältnissen immer super ablesbar, habe ich jetzt keine Probleme gehabt tatsächlich. Ja, ich habe es tatsächlich so empfunden an der NGT mit diesem Lichtschattenwechsel, wenn da so ein bisschen diese Spiegelungen dann auch von den Bäumen und so weiter drauf aufgetreten sind, dann war es teilweise ein bisschen schwer abzulesen, aber ansonsten wirklich groß gehalten, schön übersichtlich, alles drauf, was man so braucht. Ja, und ansonsten die generelle Haptik, die Verarbeitung, Armaturen, Lenker etc., das passt, hätte ich gesagt, das ist wirklich gut. Eine Sache, die ich halt immer sehr gern habe, sind einstellbare Kupplungs- und Bremshebel, wobei in dem Fall gibt es natürlich keinen Kupplungshebel, es sind einmal Hinterrad- und einmal Vorderradbremse montiert am Lenker, aber da muss man sich dann auch wieder die Preiskategorie, glaube ich, irgendwo in den Hinterkopf rufen und sagen, für 4.490 € in Österreich für den NGT, das ist natürlich schon das Topmodell, ist es trotzdem, glaube ich, nicht so dramatisch. Wie ist dir gegangen? Hast du was vermisst? Aber ich habe eh so lange Finger, ich kann das immer sehr gut greifen, aber ich denke mir dann oft, wenn es Leute mit kleineren Fingern sind, ist das möglicherweise ein bisschen problematisch, ne? Ja, das kann sein, mit kürzeren Fingern. Tatsächlich, mir persönlich hat es jetzt überhaupt nicht gestört, dass man die Hebel nicht einstellen kann. Hat mich ehrlich gesagt gar nicht tangiert. Das heißt, Meckern auf hohem Niveau, ne? Ja, natürlich. Aber ansonsten, wie du schon sagst, die Haptik generell von den ganzen Komponenten, die man anfasst, ob es jetzt der Gasgriff ist oder auch der Kupplungshebel, fand ich alles insgesamt sehr stimmig. Ja. Ja, tatsächlich auch die Verarbeitung insgesamt vom Fahrzeug ist mir positiv aufgefallen, gerade für einen Roller. Ja, wo man dann doch eher dann teilweise ein bisschen über die Spaltmaße meckert, denke ich mal, auch oft zu meckern hat, ist jetzt bei den Modellen, die wir heute getestet haben, tatsächlich alles sehr gut gewesen. Voll, pflichte ich dir absolut bei, auch wenn man diese Materialien angreift, anklopft, versucht irgendwo zu drücken, es knarzt nichts, also das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen immer. Ansonsten auch vielleicht ganz lustig die Erwähnung, das Signal, wenn der Blinker eingeschaltet ist, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also das ist sehr futuristisch, klingt übrigens unterschiedlich an den beiden Modellen, aber auch hier hat man sich was überlegt, um ein bisschen eine Eigenständigkeit hineinzubringen. Ja, weiß nicht, Dennis, was können wir noch erzählen? Also grundsätzlich die Akkus, also du hast schon gesagt, im NGT sind zwei Stück drinnen. Einer ist quasi im Unterboden, wo man mit den Füßen draufsteht, einer ist unter der Sitzbank. Die sind beide herausnehmbar, können einzeln geladen werden, aber auch gemeinsam geladen werden. Hast du gemerkt, wie lang lädt es?
3,5 Stunden für einen Akku. Das heißt, wenn wir bei dem NIO GT 2 Stück verbaut haben und man lädt die Akkus entsprechend über die Ladebuchse vom Roller, dann braucht man 7 Stunden im schlechtesten Fall, wenn beide komplett leer sind. Ansonsten, wie gesagt, kann man die einzeln rausnehmen und separat laden. Was ich auch positiv finde, gerade bei dem kleineren Modell, wenn man möchte, kann man sich einen zweiten Akku noch dazu bestellen, den unter die Sitzbank packen, dann hat man jeweils 2 vollgeladene Akkus und kann die dann einfach tauschen, wenn man gerne möchte, und macht es natürlich super praktikabel und verlängert die Reichweite mal 2 im Idealfall. Absolut, genau, wir haben es ausprobiert, das ist echt perfekt so ausgemessen, es ist auch so gedacht, glaube ich, dass man es hineinstecken kann. Und ansonsten, was auch noch positiv zu erwähnen ist, die Akkus sind jetzt nicht so richtig bleischwer, sondern die sind überraschend leicht gewesen, eben dank Lithium-Technologie, und ja, die kann man relativ easy ausbauen, und vielleicht, wenn man einen drin lassen möchte, der eh noch Reichweite hat oder der noch Saft hat, auf gut Deutsch, dann kann man den zweiten nur rausnehmen aus dem NGT, den über Nacht laden und hat dann quasi am nächsten Tag wieder ein frisches Akku Kubek drinnen. Man kann es übrigens auch einzeln betreiben, also es müssen nicht immer beide drinnen sein, ne? Man kann auch mit einem fahren, nur dann ist die Geschwindigkeit, glaube ich, auf 45 km/h gedrosselt, so wie am Endsport, oder? Ja, ich glaube, ja, da hast du recht. Ja, was dann vielleicht auch noch interessant ist, sind die Gewichtsdaten, wenn man es sich im Vergleich ansieht. NGT knapp 110 Kilo, also 109 stehen im Datenblatt, fahrfertig. Beim Endsport sind es ein bisschen weniger, da sind es nur um die 90 Kilo. Ich weiß nicht, Dennis, wie es dir gegangen, hast du einen Unterschied gemerkt? Beide sind halt sehr quirlig, sehr wendig, aber hat man nicht richtig ausmachen können, ob da jetzt einer schwerer oder leichter ist. Ne? Nee, ging mir genauso. Gewichtstechnisch rein beim Fahren habe ich jetzt nichts gemerkt, auch nicht beim Schieben. Also eigentlich vom Gewicht her subjektiv wahrgenommen gleich. Und ich meine, vielleicht auch ein guter Punkt in dem Zuge oder in dem Sinne, die Sitzhöhe ist ident. 740 Millimeter sind es. Ich denke mal, das ist für jeder Mann und jede Frau gut. Ich muss sagen, ich mit meinen 1,90 war schon ein bisschen an der Grenze, bin dann ab und zu mit meinen Knien an die Hupe gestoßen, weil dieser Hupenschalter ist dann der, was ganz unten angebracht ist, wenn man die Beine quasi unten stehen hat. Wenn ich sie dann vorne auf der schrägen Ablage drauf hatte, meine 46er Treter, dann ging es wieder ganz gut. Also ich sage mal, so mit 1,90 ist man wahrscheinlich an der oberen Grenze für diese Fahrzeuge, aber ansonsten mit diesen 470 mm passt das, denke ich, auch für kleingewachsene Personen sehr, sehr gut, und es ist jederzeit handlich und leicht. Ja, der NGT hat auch einen um 1 cm längeren Radstand, aber auch das, glaube ich, hat man nicht wirklich gemerkt, oder? Nicht wirklich wahrnehmbar. Aber was man doch gespürt hat, dass beide Fahrzeuge, fand ich, sehr handlich, sehr agil waren, ja, tatsächlich. Und man dazu auch natürlich, man neigt ein bisschen sportlicher in die Kurve zu gehen. Tatsächlich, kleiner Kritikpunkt bei beiden Fahrzeugen ist die doch eher geringere Schräglagenfreiheit. So ging es zumindest mir. Kam dann öfters mal der Seitenständer auf den Boden, der ein bisschen geschranzt hat. Ich habe es gehört. Ja, das wäre so ein bisschen ein Kritikpunkt, gerade wenn ein Fahrzeug so handlich und ist und dazu einlädt, dass man dann auch mal ein bisschen sportlicher durch die Kurven fährt. Tatsächlich aber auch alles hier meckern eher auf hohem Niveau, muss man dazu sagen. Also insgesamt doch schon Spaßmobil, würde ich tatsächlich schon auch betiteln. Ja? Absolut, Spaßmobil, gebe ich dir recht. Vorher waren wir schon dabei, Fahrwerk ist sportlich, macht Spaß, die Fahrzeuge sind leicht, handlich, und es ist halt trotzdem was Besonderes, dieses lautlose Dahingleiten, weil die sind ja echt absolut lautlos, ja, auch mit diesen relativ schmalen Reifen. Also es ist eine 12 Zoll Dimension, glaube ich, hinten 120er Breite, vorne eine 90er Breite. Es ist alles extrem lautlos und extrem freundlich irgendwie, finde ich, oder? Geht's dir auch so? Ja, also gerade jetzt im Vergleich zum C-Evolution zum Beispiel, da hört man dann doch schon eher so den... Wie ein Lande, das ist Raumschiff, oder? Ja, so ein bisschen wie ein Jet tatsächlich. Ja. Ne? Bei den NIOs im Vergleich dazu hört man wirklich fast gar nichts. Ja? Und das ist dann auch schon auch ein ganz anderer Komfort, den man beim Fahren hat, finde ich. Also es ist tatsächlich schon, assoziiere ich mit Luxus, also um ehrlich zu sein. Ne? Ja. Ist dann nochmal was anderes. Absolut, coole Sache. Luxus, da fällt mir gerade beim Blick nach drüben ein, auch alle Lichter, die dran sind an diesen NIOs, sind in LED-Bauweise. Mir gefällt das, außen dieser Ring, auch fast wie bei einem BMW, gell? Also dieses Angel Eyes, und innen dann diese zwei übereinander angeordneten Scheinwerfer für Ablendlicht und Fernlicht. Blinker, wie gesagt, sowieso auch in LED, hinten alles LED. Also es ist absolut am Stand der Technik und es ist absolut modern und das passt einfach zum Design. Wiederum. Reichweite, vielleicht zuletzt dann noch etwas, was wir noch nicht angesprochen haben. Beim NGT waren wir eigentlich beide überrascht, dass wir jetzt so, weiß ich nicht, wie viele Stunden waren wir unterwegs insgesamt, keine Ahnung, bei diesem Dreh, ich sag mal so 4 Stunden, und haben wirklich fleißig Gas gegeben. Und ich weiß nicht, du bist zuletzt nach Hause gefahren, was ist da ungefähr noch an Restreichweite draufgestanden? Ich glaube. Oder Prozent Akku?
Hatten wir noch über 80% tatsächlich so in dem Dreh. Also gerade von der Akkulaufreichweite von dem GT bin ich echt total überrascht. Ja. Also dadurch, dass ich das auch auf beide Akkus ausbalanciert, ne, die Leistung hat man, glaube ich, insgesamt auch einen deutlich geringeren Verbrauch im Vergleich zu dem Neo Sport. Aber wie gesagt, da kann man ja mit einem zweiten Akku Abhilfe schaffen, wenn man möchte. Ansonsten auch da die Reichweite völlig okay. Ich glaube, bei dem GT sind wir so bei 90 Kilometer, war das richtig? Ja, also wir haben vorher ein bisschen mit den Technikern bei KCR geplaudert und die haben gesagt, die Fahrspaßreichweite. Ja? Also wenn du wirklich am Kabel ziehst und wenn du dich halt diesem Schub, dieser Elektro-Power freust, dann sind so 90 bis 100 Kilometer ehrliche Reichweite, was ich absolut in Ordnung finde. Also das ist richtig top. Also das ist, glaube ich, auch nicht, da vermisst man nichts, ja, weil mit so einem Roller, sag mal, auf große Tour mit 70 km/h gehst du da ja eh nicht. Und alles, was im urbanen Bereich ist oder mit, diese üblichen Strecken halt im Alltag, die kann man ganz, ganz locker bewältigen. Beim Endsport war es so, dass wir dann schon den Akku, ich möchte nicht sagen ziemlich leer gefahren sind, aber es war halt nicht mehr wirklich so viel drinnen nach dieser selben Zeit. Und von daher muss ich sagen, preislich ist dann auch nicht so viel um, da würde ich dann echt die Empfehlung aussprechen und auf diesen NGT greifen, weil der einfach ja praxistauglicher ist, oder? Kann man das so sagen? Ja, ich finde insgesamt das bessere Gesamtkonzept, weil das Fahrzeug auch so ein bisschen den Sprung schafft zwischen, ich sag mal, 45 km/h Roller, wenn man möchte, in der Stadt mit 50 fahren, aber wenn man auch mal kleinere Passagen hat, Überlandstraßen eventuell, die man mal nutzen muss, dann kann man das natürlich mit dem GT machen, weil er einfach aus 70 km/h fahren kann. Ja. Und daher vom Konzept her, finde ich, schafft das Fahrzeug einen besseren Kompromiss einzugehen. Ja. Voraussetzung dafür natürlich, ihr habt den Reihenschein oder in Österreich diesen Code B111 zum PKW, zum Auto dazu, dann ist das sicherlich eine ganz schwere Empfehlung. Und ich glaube, jetzt sind wir eigentlich eh ziemlich durch, was das anbelangt, oder? Fällt dir noch was ein? Ich denke nicht. Ich bin eigentlich soweit durch und kann einfach nur sagen, ein schönes Fahrzeug, ja, gerade der GT, hat mir sehr getaugt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Leihwand, wie ihr sagen würdet, auf jeden Fall. Und von daher war das ein toller Tag heute und kann da meine Empfehlung aussprechen, probiert es gerne mal aus. Ja. Absolut, also ich bin lange Zeit voreingenommen gewesen, dieser Elektromobilität gegenüber, bin es teilweise vielleicht immer noch, wenn es um wirklichen Fahrspaß geht, um Überlandfahrten, ums Reisen geht, da fehlt einfach nur ein bisschen diese Infrastruktur von den Ladestellen, beziehungsweise dauert mir das Laden zu lang, aber ich denke, alles, was wirklich im städtischen, im urbanen Bereich ist, da passt es, ja, da ist es wirklich zeitgemäß, man ist lautlos, einfach, freundlich unterwegs, es hat einfach irgendwie einen positiven Touch für mich mittlerweile bekommen und von daher, liebe Leute, würde es mich auch wirklich interessieren, wie ihr das seht. Wie steht ihr dem Thema Elektromobilität gegenüber, speziell solchen Rollern für die Stadt? Was haltet ihr davon? Habt ihr vielleicht auch schon Erfahrung gemacht mit NIO? Dann lasst uns das wissen, schenkt uns ein paar nette Kommentare, schenkt uns auch einen Daumen hoch, vor allem den Dennis. Ja, ich denke, er hat es wirklich gut gemacht. Und ja, in diesem Sinne werden wir uns dann langsam verabschieden. Macht es gut, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.